oder Tiger. Gut. Genau, nochmal bitte. Fang nochmal an. Ja, einige Tage ist es nun her, seitdem wir die Tourtrans abgefahren sind. Die ersten Schmerzen sind vergessen. Und jetzt wollten wir euch mal einen kleinen Rückblick geben, wie es uns da so ergangen ist. Wir waren dann morgens recht aufgeregt am Start in Brixen, haben uns das Höhenprofil angeguckt. War eine erste recht entspannte Etappe. Wir hatten 86 Kilometer, hatten das Grötnerjoch als Highlight. Das war auch ein sehr großes Bergmassiv. Und, besonders wenn man normal die Eifel fährt. Genau, wenn man die Vergleichswerte hier vor Ort sonst nur kennt. Und fährt dann durch ein Traumpanorama. Das lässt die Qualen dann auch mal schnell vergessen. Nichtsdestotrotz, lange Anstiege, 10 Kilometer und mehr, haben wir da jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Eine auf jeden Fall neue Herausforderung. Ja, die erste Etappe war gar nicht so einfach. Wir mussten uns erstmal so an den Rhythmus der Veranstaltung gewöhnen. Wie starte ich im Startblock? Wie ist das, wenn ich in so einem 600-Mann-Feld fahre? Wie komme ich auch auf die Höhe überhaupt klar? Das war gar nicht so einfach an den ersten zwei Tagen. Danach wurde es aber eigentlich immer besser. Von Etappe zu Etappe haben wir uns da besser dran gewöhnt. Die nervöse Startphase, wo jeder erstmal nach der Neutralisierung dann erstmal reinhalten möchte, einen guten Platz haben will, das hat immer besser geklappt. Also wir haben auch von Tag zu Tag taktisch dazu gelernt. Wir sind erst defensiver herangegangen. Wie teilen wir uns die Kräfte ein? Haben dann überlegt, wie machen wir es dann bergauf? Ich war bergauf der stärkere Fahrer, habe gemerkt, ich kann da ein bisschen was rausfahren. Björn ist bergab auf jeden Fall wesentlich schneller als ich unterwegs gewesen. Wir haben dann uns so abgesprochen, dass ich bergauf mir ein Zeitfenster rausfahre. Björn holt mich in der Abfahrt ein, haben dadurch keine weiteren Zeitverluste, weil ich weder oben warten muss, noch Björn unten auf mich. Haben wir uns in der Ebene wieder getroffen. Genau, das hat sehr gut harmoniert, funktioniert. Der härteste Anstieg war auf jeden Fall der Mangenpass, würde ich sagen. Sechste Etappe. Ja, da war man auch nicht mehr so ganz frisch. Außerdem ging das Ding auch nochmal auf 2000 Höhenmetern hoch. 22 Kilometer Länge. Yippie-yay. Die schönste Etappe war? Ich würde sagen, die dritte Etappe. Passo Jau hoch, waren auch gute 15 Kilometer Anstieg. Traumhaftes Panorama. Ja, die Dolomiten da vor den Füßen, die ganzen Berge, die man sehen kann, das war schon echt toll. Das also war auch der höchste Punkt der ganzen Tour und echt schon richtig hübsch. Die Luft ist dünn, also die Leistung geht da auch einen Ticken nach unten, das haben wir dann auch gemerkt. Die dünne Luft macht einem da echt zu schaffen, das kann man auch vor Ort hier nicht wirklich trainieren. Wichtig ist, einen Rhythmus zu finden, das haben wir, denke ich, ganz gut über unsere Wattmessung, über Pulssteuerung und so weiter alles hinbekommen. Wichtig, eigenen Rhythmus finden und nicht überpacen. Ja. Generell kann man sagen, dass das Ganze keine günstige Nummer ist. Jedoch, wenn man da vor Ort ist, merkt man auch, wie aufwendig das Ganze ist und wie gut das Ganze organisiert ist. Das fängt beim Taschentransport an, geht über die Streckenabsperrungen, die Marshals, die auf der Strecke auf Gefahrenstellen hinweisen. Die Verpflegung an der Strecke, was man im Ziel erreicht, das ist schon ein super Paket, was man so bekommt. Und man fühlt sich mal wirklich als kleiner Profi die Chance, die man eigentlich sonst so nicht hat, wenn man sich durch den Straßenverkehr alleine kämpfen muss. Zu unseren Rädern. Wir hatten uns ja bewusst für Modelle mit Scheibenbremse entschieden und Wattmessung. Auch Neuland für uns, das Thema Wattmessung. Wir hatten ja Gott sei Dank da einen Trainer, der uns da betreut hat, der uns da herangeführt hat. Und das war uns eine Riesenhilfe, sich praktisch auf einen gewissen Rhythmus dann einzulassen, nicht zu überpacen, die ganze Zeit die Wattwerte im Blick zu haben. Auch die richtigen Bereiche vorher zu trainieren. Genau, dass man immer ein Augenmerk drauf hat. Auch dann der Abgleich, nicht nur die Wattwerte an sich, sondern auch noch mit Puls und Trittfrequenz. Und man hat gemerkt, dass man da auf jeden Fall vorankommt, dass man mit weniger Trainingszeit große Fortschritte machen kann. Thema Scheibenbremse haben wir gemerkt, in den Bergen auf jeden Fall von Vorteil. Wir hatten jetzt Gott sei Dank keine nassen Bedingungen, aber unter nassen Bedingungen da auch nochmal wesentlich besser als eine klassische Felgenbremse. Deswegen von unserer Seite auch eine Empfehlung. Beide haben wir Einsatzbelege weggebremst. Genau. Und mit der Scheibenbremse ist man da echt schon vor jeder Serpentine auf den Punkt runtergebremst. Da hätte ich absolut nicht tauschen wollen. Und auch im Fahrerfeld so hat man eigentlich schon recht häufig die Scheibenbremse gesehen, was ich gar nicht so gedacht hätte. Aber es setzt sich anscheinend doch schnell durch jetzt. Also es ist dann wohl doch was passiert in den Köpfen oder in der Erfahrung. Ja, hat prima geklappt. Wir hatten noch nicht mal einen Platten. Ja, was will man mehr?
falls ihr die Möglichkeit bekommt, selbst an einer derartigen Etappenfahrt mal teilzunehmen, sagt auf jeden Fall ja. Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Ihr lernt sehr viele unterschiedliche Regionen kennen. Startet nicht am gleichen Ort, wo ihr auch ins Ziel kommt, sondern ihr seht einfach sehr viel. Es war einfach ein super Abenteuer. Fazit von diesem Event. Empfehlung von meiner Seite, sicherlich auch von Björn, also einmaliges Erlebnis. Ja. Vielleicht nicht nur einmalig, sondern wir würden das gerne nochmal machen. Ja, noch ein paar Tage drüber schlafen. Vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Also wir wissen, da ist noch Luft nach oben, also wir können uns da noch verbessern. Und einmaliges Ding, also das muss man einfach mal gemacht haben. Das war jetzt eine lange Reise vom Radaufbau bis hin zum Event. Wir haben uns ein Highlight für dieses Jahr gesetzt. Ich denke, das sollte man jedes Jahr mal tun. Ein großes Event in Angriff nehmen, sich für irgendwas gezielt motivieren, vorbereiten, einfach mal machen. Hat sich auf jeden Fall wieder gezeigt, dass es sich lohnt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Also falls ihr es noch nicht alles verfolgt haben solltet, schaut euch gerne nochmal die Entwicklung an, die wir bis zum Event gegangen sind. In der Videobeschreibung könnt ihr auch nochmal alles nachverfolgen. Genau, da sind die ganzen Videos verlinkt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Abenteuer.